Ich habe mir bei Louis hier so ein Auto, also Motorradscheinwerfer gekauft mit Standlicht und Klarglas. Der ist ziemlich gut, kostet um die 30 Euro. Und hier hinten sind natürlich jetzt andere Kabel. Und der hat auch hier so ein Steckprinzip, ich kann es kurz zeigen kann. Und ich will jetzt hier diese Stecker mit der Bordelektronik verbinden. Zuallererst wird abisoliert. Schauen wir mal hier an. Und Nummer 3. Ja. So. Die werden jetzt schon mal direkt schön verdrillt. Wichtig ist noch, dass ihr bevor ihr diesen Nippel da drauf schraubt, noch hier so einen Schrumpfschlauch drüber zieht. Das dichtet alles ab und gibt dem Ganzen einfach einen viel besseren Halt. Und dann kommen hier natürlich diese kleinen Pins hier. Die wurden extra, also ich will das hier mit so einem Bausteinsystem machen, ja. Und diese Pins gehören dann hier rein. So hält einigermaßen. Das wird jetzt bei allen gemacht, ne? Hier habe ich jetzt die drei Teile und jetzt wird das einfach schnell festgemacht. So. So. Und jetzt halten die bombig. Das ist jetzt hier das Teil. Und da kommen jetzt nacheinander die Kabel rein. Ja, das wird jetzt einfach hier so reingesteckt, bis es Klick macht. Klick. Ja, und das würde dann theoretisch hier verbunden werden. Das ist dann die Steckverbindung. Das erste steckt schon. Blau zu weiß. Weiß zu gelb. Und grün zu braun. Und jetzt haben wir hier diese Steckverbindung fertig. Die kommt dann hinterher in den Scheinwerfer. Und jetzt wird das einfach nur so hier klick zusammengesteckt. Und schon haben wir hier die Steckverbindung für den Scheinwerfer. Und genauso einfach lässt die sich auch wieder trennen, wenn mal Reparaturen sind. Ja? Klick und das war's. So, ich habe alle Kabel angeschlossen. Ich habe an die Kabel, die die Frontlampe verbinden, hier diese Steckverbindungen dran gemacht. Und ja, bin soweit fertig. Und jetzt kann ich theoretisch anfangen, den Rahmen zu montieren. Ich versuche euch das nochmal so kurz ein bisschen zu halten, wo was dran ist. Aber das kann man eigentlich auch ganz gut mit dem Schaltplan dann ersehen. Ja? So, hier noch ganz kurz. Da kommt einmal vom Zündschloss kommt hier für das Rücklicht und das Bremslicht ein Kabel. Und das kommt hier von hinten. Das habe ich hier auch schon als Stecksystem gemacht. Und dann haben wir ja zusätzlich hier noch unseren Bremslichtschalter. Und aus diesem Bremslichtschalter kamen zwei Kabel raus. Und ein Kabel, ist egal welches, wird hier an Masse angeklemmt. Und das andere Kabel habe ich dann wieder hier auch verstaut. So, und jetzt ist die Aufteilung so, dass braun geht an braun, rot, rot, grau, grau. Und jetzt kann man das auch verbinden. Und wir haben einen wunderbaren Bremslichtschalter,
der dann auch funktioniert. Das heißt, wenn ich hier die Bremse bewege, wird der sofort betätigt. Ich habe hier einmal dieses Schild. Wichtig ist, das hier muss nach unten zeigen. Und hier oben habe ich schon mal so eine kleine Feder angebracht. Ja, die kommt hier in dieses kleine Löcherchen rein. Ja, und jetzt, und diese Feder wird dann dort oben angebracht. Hier. So, dann müssen wir das hier anpassen ein bisschen. Dann hier. Ziemlich klar. So, ne? Ich habe hier den Scheinwerfer. Und das hier ist die Birne, die ich nehme. Ja, 12 Volt, 35 Watt. So, jetzt wird die Leuchte installiert. Wichtig ist, dass das weiße Licht nach vorne zeigt, das rote nach hinten. Ich habe hier die Trittbretter mit Loctite, habe ich hier schon ein bisschen was drauf gemacht. Hier ist eine Gummischeibe, die habe ich hier hingelegt. So, und jetzt. So, und jetzt habe ich das hier vorne installiert, diesen Querstreifen, festgeschraubt. Ne?
Und ich habe noch einen kleinen Trick für euch. Und zwar habe ich mir hier so durchsichtige Folie gekauft. Die gibt es im Motorradfachhandel für 5 Euro so ein DIN A4 Bogen. Und ich möchte hier an den Stellen, wo es eben riskant ist, da möchte ich einfach hier so ein Folienstück aufkleben, dass der Lack an dieser Stelle nicht beschädigt wird. Gehe ich einfach so drüber. So, und dann kann an dieser Stelle hier nichts mehr passieren. Ich habe hier an allen wichtigen Stellen habe ich jetzt das Klebeband aufgeklebt. Auch hier vorne, wo dann die Schrauben sitzen, damit ich das nicht beschädige. Hier habe ich jetzt Keder, der ist aus Chrom, habe ich bei eBay bestellt für 3 Euro. Der wird jetzt hier angebracht. Komplett drauf. Jetzt wird es hier oben abgeschnitten. Kommen wir jetzt zum Tacho. Der soll auch verbaut werden. Und der wird hier mit der Dichtung hier oben durchgeschnitten. Ich habe diese Mutter hier drauf gezogen, ja. Und jetzt wird das wieder alles hier schön festgezogen. So. Ich habe jetzt hier mit den Schrauben das angebracht, das hier so dran gelegt. Und ja, jetzt muss man hier so ein bisschen Kabel ordnen, hier oben das so ein bisschen. Dann hat man das eigentlich. Jetzt muss hier innen drin das Zündschloss noch gemacht werden. So, das ist jetzt das Teil von vorne. Und hier ist das Zündschloss. Problem ist, dass hier der Tacho ein bisschen im Weg war, da an der Stelle. Deswegen habe ich hier diesen Kontakt umbiegen müssen, wie ihr seht. Aber jetzt wird das hier so ganz kleine Schräubchen hat. Und die werden dann hier oben. Ich habe hier die Hupe. Die wird jetzt angeschlossen. Schwarz, braun. Das Ganze wird dann hier. Wichtig ist dann noch, dass hier der Tacho angebracht wird. Den dürft ihr nicht vergessen. Jetzt kommt die Scheinwerferinstallation, ne? Also. Klick, klick. Und jetzt kommen die beiden Kabel noch. Das ist für Standlicht. Jetzt wird der Scheinwerfer angebaut. So, wichtig ist, hier ist der Tachoantrieb drauf.
Wir haben hier den Kupplungszug, der kommt von da oben und der wird jetzt hier oben eingehakt. So. Und jetzt hier vorne. Jetzt mal testen, ob die Kupplung geht. Dann geht es gleich weiter mit diesem Bautenzug hier.